So, hallo und herzlich willkommen zu Corona 41,5 zu später Stunde am Montag, den 4. Mai 2020. Warum Corona 41,5? Ich habe in meinem Live-Chat gestern im Hintergrund die vorbereitete Folie von Corona 41 gezeigt, ist aber nie als eigenständiges Video rausgekommen, deswegen jetzt die 41,5. Es tut sich was im Staate Germany, einmal Heinsberg und zurück. Heißt es heute. Keine Panik. Politische Einordnung. Freiheit ist das höchste Gut. Ohne Freiheit sind wir gar nichts. Dazu gehört auch die Freiheit, auf sich aufzupassen, auf seine Gesundheit aufzupassen und auch das Recht, sich zu schützen oder seine Angehörigen zu schützen. Aber dazu gehört auch, dass man sich bewegen darf und dass man zum Beispiel im Straßenverkehr teilnehmen kann. Oder auch, dass man seine Meinung sagen darf. Ich mache Fehler, ich bemühe mich aber um Objektivität und ich hebe keinen Anspruch auf die Weisheit, ich möchte zum Mitdenken anregen. In einer der vorherigen Präsentationen habe ich gesagt, dass unsere Mitglieder-App von Democracy kommt. Democracy hat uns unterstützt, hat uns Tipps gegeben, ist allerdings eine eigenständige App und unsere App wird frei programmiert, basiert auf derselben Idee. Dazu komme ich nachher nochmal. Unsere App kennen Sie schon, Widerstand 2020. Das ist unsere neue Partei, die jetzt etwa 2 Wochen alt ist und schon ganz schön für Aufsehen sorgt. Bleiben Sie dabei, das wird spannend. Ich habe Ihnen mal ein paar Zeitungsartikel rausgesucht, was man so über uns denkt. Ich bin für die Einhaltung des Grundgesetzes, für Meinungsvielfalt und ich bin in Situationen wie der Corona-Krise, nenne ich das jetzt mal, für eine verpflichtende Einsetzung von Experten mit unterschiedlichen Positionen, damit man Gemeinsamkeiten ergründet und damit man am Ende auch eine Lösung findet, die dem Problem eher gerecht wird, als wir das im Moment, glaube ich, erleben. Ich bin Christ und ich fordere die Religionsfreiheit für alle Gläubigen aller Religionen zu gewährleisten. Unsere Grundrechte wären auch in so einer Krisensituation gut einzuhalten gewesen. Ich bin einer der vielen neuen Denker. Ich bin mit dem, was ich tue, ein freier Journalist und weiß, dass es sich bei SARS-CoV-2 um ein gefährliches Virus handelt. Ich weiß aber auch, dass Grippeviren gefährliche Viren sind und nachdem jetzt wirklich genug Studien vorliegen, kann man diese Viren miteinander vergleichen. Grippeviren sind tödliche Viren, sehr häufig in den Herbst- und Wintermonaten führt es regelmäßig zu einer Übersterblichkeit von Alten, Kranken und von Risikogruppen. Aber es gibt noch viele andere tödliche Erkrankungen. Und was ich hier mit meiner Reihe versucht habe, ist kritisch und objektiv an die Situation heranzugehen, so wie ich das auch jeden Tag in meiner Arbeit in der Schwindelambulanz mache. Als Notfallmediziner und Rettungsassistent bin ich qualifiziert, mich zum Thema Triage zu äußern. Als HNO-Arzt habe ich täglich mit Patienten zu tun, die möglicherweise einen auch tödlichen Grippevirus haben können oder an einer Erkrankung wie dem SARS-CoV-2-Virus erleiden, also an der Covid-19-Krankheit. Bitte halten Sie sich an die behördlichen Vorgaben. Diese Informationen sind meine persönliche Meinung und Ergebnis meiner persönlichen Recherche. Sie unterstreichen mein Recht auf freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit. Covid-19 und Influenza sind Erkrankungen, vor denen man sich schützen sollte. Und gerade Risikogruppen benötigen einen besonderen Schutz. Ja, heute wird spannend. Ich gebe euch erstmal eine Themenübersicht. Es geht als erstes natürlich um die aktuellen Zahlen und die Entwicklungen dieser Krise. Die Zahlen kommen selbstverständlich aus verlässlichen Quellen, so wie die Regierung das immer wieder fordert, zum Beispiel vom Robert-Koch-Institut. Was ist mit unserer Partei? Was ist mit Widerstand 2020? Was gibt es da für Zahlen? Wie entstehen die Mitgliedszahlen? Wie sieht die Finanzierung aus? Und wo ist der geheimnisvolle Sitz der Parteizentrale? All diese Fragen werden wir heute klären. Und auch, was ist eigentlich mit der Webseite los, die jetzt seit circa 24 Stunden nicht mehr so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Noch etwas ganz Spannendes kommt. Wir haben die Ergebnisse der Heinsberg-Studie von Professor Streeck und wir haben die mal anders aufgearbeitet. Wir haben ein paar neue spannende Grafiken erzeugt und die Bundespressekonferenz will uns nicht. Wir hatten zweimal Termine gehabt, um unsere Partei und andere Querdenker und
Andersdenker und Neudenker vorzustellen, hatten noch Zusagen, sowohl am Freitag wie auch am Donnerstag das zu machen und wurden ausgeladen. Es ist doch erstaunlich, wie wenig man auf eine demokratische Partei gibt. Ja, mit den neuen Zahlen. Also wir sehen, die Zahlen entwickeln sich so, wie wir das die ganze Zeit auch besprochen hatten. Das heißt, wir haben jeden Tag eine Abnahme der Fallzahlen, die wir beobachten können. Und ich überlasse es Ihnen, das jetzt hier oben auszurechnen. Bei 163.175 Covid-Fällen müssen Sie bitte die 6.692 Verstorbenen abzählen, die mit Covid und nicht an Covid gestorben sind. Und zusätzlich müssen Sie noch die Genesenen abziehen mit 132.700. Also wenn man das mal überschlägt, dann sind wir immer noch sowas um die 20.000, die jetzt hier noch als krank gelten. Das ist ganz wichtig, weil wir haben ja starke Einschränkungen in unserer Persönlichkeitsrechte. Dazu gehört ja vor allen Dingen eine Maskenpflicht, die sinnigerweise am Ende einer Erkrankungswelle ausgerufen wurde und nicht am Anfang. Das ist eine der Rätsel, die ich bisher noch nicht gelöst habe, aber versuche zu verstehen. Ich habe auch hier nochmal die beiden Grafiken nebeneinander gemacht. Hier liegen nur 2 Tage dazwischen. Das heißt, hier geht es tatsächlich darum, wie viele Erkrankungen in den letzten 7 Tagen noch neu aufgetreten sind. Alle Flecken, die weiß sind, dort ist nichts mehr aufgetreten. Und dann je nachdem, wie dunkel das wird, sieht man, wie viele Fälle mehr aufgetreten sind. Sie sehen, vor 2 Tagen waren noch 2 Gebiete in Deutschland rot markiert. 3 Gebiete in Deutschland rot markiert, jetzt sind es nur noch 2. Auch die orangenen Flecken sind weniger geworden. Also hier ist eine insgesamt sehr erfreuliche Entwicklung. Das ist alles so verwirrend, dass auch unser lieber Gesundheitsminister, den wir alle sehr schätzen, Herr Jens Spahn, das mit den Zahlen gerne durcheinander bringt und dann die Frau Merkel in der Bund-Länder-Gipfel am Donnerstag versehentlich von 40.000 akut Infizierten spricht, obwohl diese Zahl völlig falsch ist und nichts mit der Realität zu tun hat. Aber der Regierungssprecher hat dann danach sich entschuldigt und auch darauf hingewiesen, dass ja die Frau Merkel leider die falschen Zahlen von Herrn Spahn übernommen hat. Das ist sicherlich bei so einer Konferenz, wo es darum geht, ob Bedingungen weitergeführt werden, nicht ganz unwichtig, dass man mit den richtigen Zahlen arbeitet. Ich empfehle Ihnen dazu bitte, wenden Sie sich an zuverlässige Quellen. Das kann man zum Beispiel auf der Webseite vom Robert-Koch-Institut nachschauen. Herr Spahn, Frau Merkel, fürs nächste Mal ein guter Tipp. Widerstand 2020. Wir werden angegriffen. Das heißt, wir erleben auf unserer Webseite sogenannte Bot-Attacks. Das heißt, man bringt den Server zum Einsturz dadurch, dass man ihn mit Angriffen überlastet. Das ist im Übrigen eine strafbare Handlung. Wir werden mittlerweile von professionellen Firmen unterstützt, die diese IP-Adressen zurückverfolgen und wir sind auch in der Lage, damit die Leute, die das machen, ausfindig zu machen. Wir werden auch juristisch dagegen vorgehen. Hierfür sind unter anderem Freiheitsstrafen vorgesehen. Also wer gerade Spaß daran hat, uns zu attackieren, kleiner Tipp, wir schießen zurück. Das heißt, wir haben auch unsere Experten und wir haben mittlerweile Firmen, die sich professionell darum kümmern. Ich gebe Ihnen den guten Tipp, das Ganze zu unterlassen, weil wir nämlich das nicht auf uns sitzen lassen werden. Deswegen sind wir im Moment auch immer noch in Anführungsstrichen nur bei knapp 110.000 angemeldeten Mitgliedern. Beachten Sie bitte, dass wir ungefähr einen Tag keine Mitglieder mehr dazu bekommen haben. Unsere Partei gibt es etwa seit 2 Wochen. Das heißt, Sie können sich gut vorstellen, dass hier noch ein paar gerne rein würden. Im Moment allerdings ist es so, dass wir im Moment die Anmeldung nicht durchführen können. Wir haben aus Sicherheitsgründen die aktiven Elemente abgeschaltet. Sie können sich auf der Webseite trotzdem umschauen. Wir haben Gegenmaßnahmen eingegriffen. Wir denken allerdings, damit wir weitere Vorsichtsmaßnahmen auch etablieren können, dass wir noch etwa 48 Stunden brauchen, bis wieder der normale Betrieb von sich geht. Es zeigt aber, dass wir durchaus gefürchtet sind, weil solche Bot-Attacks sind relativ teuer. Also hierzu brauchen Sie Menschen, die viel Geld haben. Diese Sachen kann man durchaus buchen im Internet, wird mit Bitcoins bezahlt und ist eine Sache, die, wie gesagt, recht aufwendig, recht teuer ist, damit man damit Webseiten, die unliebsam sind, durch eine sogenannte Denial-of-Service-Attack in die Knie zwingen kann. Aber wir sind dran, wir sind sehr zuversichtlich, das kriegen wir hin.
gibt ja auch noch andere Kanäle, das wissen Sie, Telegram und sonstiges. Unzulässige Spenden, es wird gesagt in Zeitungsartikeln, da kommen wir nachher auch nochmal dazu, dass wir ja auf unserer Webseite haben, dass wir uns auch von anonymen Spenden quasi ernähren, also unsere Partei darüber finanzieren. Dann wird in einschlägigen Zeitungsartikeln gesagt, das darf man nicht. Man dürfte das nicht, das wäre in Deutschland verboten. Ich verweise dazu auf den Paragraph 25 des Parteiengesetzes, da wir nur anonyme Spenden nicht von mehr als 500 Euro annehmen, sondern nur von Kleinspenden und uns an diese Vorgaben halten, kann das selbstverständlich gemacht werden. Sie können auch auf diese Art und Weise sich selbst Ihre Spendenquittungen ausdrucken. Wir sind sehr froh, dass wir diese Möglichkeiten haben. Und selbstverständlich, wenn größere Spenden wären, werden diese ganz normal ausgewiesen, so wie dies im Parteiengesetz auch geregelt ist. Und kommt dann noch nachher so der Begriff selbsternannte Partei. Auch hier kleiner Tipp an die Journalisten. Eine Partei, die gegründet wird, ist immer eine selbsternannte Partei. Es ist nicht so, dass Frau Merkel anruft bei Herrn Schiffmann und sagt, hallo Herr Schiffmann, haben Sie nicht Lust, die Partei Widerstand 2020 zu gründen? Dann sagen Sie bitte ja, nein, eine Partei ist immer eine selbsternannte Partei. Kleiner Tipp, können Sie auch. Wir haben auch eine neue Mitglieder-App, die ist auch fast fertig, sieht im Moment nur ein bisschen abenteuerlich aus, weil sie halt basierend auf einem Open-Source-Projekt unter der Mithilfe von vielen klugen Köpfen programmiert wurde. Und die Funktionen funktionieren auch schon. Jetzt wird im Moment alles intensiv aufgehübscht, sodass man sie auch bedienen kann. Also jemand außerhalb von dem Programmierer versteht, was hier eigentlich passiert. Und wir sind alle sehr, 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 sehr gespannt für unsere ersten Probeläufe und Beta-Phasen. Das wird spannend, aber wir kommen gut vorwärts. Herr Professor Streeck hat endlich die lang erwarteten Endergebnisse des Heinsbergs-Protokolls veröffentlicht und hat hier das an die Zeitung offensichtlich vorher auch gemeldet, weil nahezu in jeder Tageszeitung ein Artikel darüber steht. Also die wurden offensichtlich vorher informiert. Das finden wir prima. Da freuen wir uns drüber. Sicherlich ein gutes Vorgehen. Dadurch kann man das jetzt nahezu in jeder Zeitung nachlesen. Es ist auch möglich, direkt bei der Universitätsklinik in Bonn sich die Papiere einzusehen, die Originalarbeit einzusehen und sich das durchzulesen, was es hier an Ergebnissen gibt. Und da gibt es tatsächlich neben den Sachen, die wir schon wissen, zwei ganz erstaunliche Ergebnisse. Zum einen hat er hochgerechnet, dass in Deutschland, also basierend auf den Daten aus Heinsberg, bereits 1,8 Millionen Menschen infiziert sein müssen. Das ist natürlich schon eine ziemlich gute Hintergrundimmunität. Und wenn wir dazu noch die Kreuzimmunität rechnen, die Herr Professor Drosten vor einiger Zeit berichtet hat, dann müssten wir eigentlich schon längst eine Herdenimmunität haben. Das ist eine sehr gute Nachricht, weil damit sind im Grunde genommen jede Art von Impfung überflüssig, weil nämlich bereits ein ausreichender Schutz in der Bevölkerung vorliegt. Es kommt aber noch besser, weil auch eine weitere Grundlage für die starke Einschränkung der Grundrechte und für das Beschließen der neuen Gesetze war ja ein völlig falscher Ansatz von der Zahl. Wir sind hier von einer hypothetischen Zahl ausgegangen, die in keiner Weise irgendwo gegeben war. Und man ist ja auch davon ausgegangen, dass dieses Virus so eine unerhört hohe Ansteckungsrate nach sich zieht, dass zwangsläufig jeder, der mit einem Viruskranken in Kontakt kommt, auch gleichzeitig daran erkrankt und möglicherweise auch stirbt. Das ist zumindest das, was wir alle befürchtet haben. Das ist erfreulicherweise nun auch damit eigentlich sehr sauber wissenschaftlich widerlegt. Ich empfehle wie immer, schauen Sie mal bei CIDM Online vorbei. Das schreibt man einfach so in die Adresszeile Ihres beliebigen Browsers, cidm.online, ohne irgendwas dahinter, kein DE, kein Com, kein Web, kein Org, sondern einfach nur das. Und dann kommen Sie direkt in eine Art PowerPoint-Präsentation. Die wird übrigens jeden Tag aktualisiert, verantwortlich von der Corona-Initiative Deutscher Mittelstand, die das ehrenamtlich betreiben. Das ist super. Die haben auch Vorhersagen damals getroffen, wie sich alles entwickeln wird. Das heißt, sie haben schon sehr früh im Prinzip gesagt, so wird sich diese Kurve entwickeln. Damit liegen sie richtig. Sie haben auch andere Entwicklungen der Krankheitsfälle ziemlich exakt vorausgesagt. Und wir haben hier unten also die Rolle der Infizierten und der Genesenen. Sie sehen, diese beiden Kurven sind bald identisch. Wie ich schon mehrfach sagte, diese Erkrankungswelle ist vorbei. Punkt.
Ich wurde schon darauf hingewiesen, dass mein Punkt sehr beliebt ist, das nochmal. Diese Erkrankungswelle ist vorbei. Punkt. Man versucht natürlich damit auch die Maßnahmen, die sicherlich aus gutem Gewissen gemacht wurden, auch irgendwo sinnvoll erscheinen, versucht man natürlich auch dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung sieht, dass noch eine Bedrohung da ist. Man hat deswegen auch extra die Testzahlen ganz massiv nochmal erhöht, damit wir sehen, dass die infizierten Zahlen genauso steigen wie am Anfang. Das passiert allerdings nicht mehr. Das heißt, wir haben hier diese Entwicklung dieser Kurve auch am Anfang direkt parallel zur Menge der Testzahlen. Das nennt man eine Laborpandemie. Jetzt versuchte man das nochmal ein bisschen nachzubessern, ist nicht gelungen. Das heißt, es hat tatsächlich keinen Einfluss darauf gehabt. Selbst im März gab es keinen exponentiellen Anstieg. Die Lockdown-Maßnahmen waren nie verhältnismäßig. Und es gab auch nie einen Grund für Panik. Es ist sehr schön, dass man das basierend aus Daten des Robert-Koch-Instituts und dem Robert-Koch-Lagebericht sehr schön herauslesen kann. Hier das Ganze noch einmal für Sie als Übersicht. Die einzelnen Zahlen können Sie, wie gesagt, aus dem RKI-Lagebericht entnehmen, inklusive der Glättung, Kalenderwochen 10, 11, weil die Labormeldungen nicht vollständig waren. Also wir sind da ganz der Meinung, des Robert-Koch-Instituts, bitte informieren Sie sich bei zuverlässigen Fällen, zum Beispiel beim Robert-Koch-Institut. So, und das ist eine Grafik, die ist heute neu gemacht worden. Wir haben nämlich jetzt einfach mal geguckt, das Infektionsrisiko bei Patienten oder bei Menschen, die im selben Haushalt leben wie ein Corona-Kranker, wurde mal geguckt, wie hoch ist das, wenn nur zwei Personen in dem Haus liegen. Das heißt, wenn sich jetzt ein Pärchen zum Beispiel permanent auf der Pelle liegt, dann haben die ein Infektionsrisiko von weniger als 50%. Also es ist keineswegs so, dass einer den anderen zwangsläufig anstecken würde. Wenn noch eine dritte Person im Haushalt ist, dann bedeutet das auch, dass die zwangsläufig nicht mehr die ganze Zeit so eng zusammenhängen. Dadurch reduziert sich das Infektionsrisiko. Wenn vier Personen im Haushalt liegen, reduziert sich das Infektionsrisiko noch weiter. Und hier sehen wir das Infektionsrisiko generell. Also selbst wenn Sie mit drei anderen Personen zusammen mit einem Infizierten im Haus sind, haben Sie nur ein unerheblich erhöhtes Risiko für eine Infektion. Das steht im klaren Widerspruch zu den Aussagen, die getätigt wurden. Und spätestens jetzt sollte klar sein, dass der Mundschutz einfach nur, entschuldigen Sie, wenn ich das jetzt so flapsig sage, albern ist. Also abgesehen davon, dass es nicht zum guten Aussehen beiträgt, trägt es auch nicht zur Gesundheit bei, weil es tatsächlich eine Sache ist, die für viele Patienten auch gefährlich ist, für Patienten mit Angst- und Panikstörungen, für Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen, für Patienten mit Herzerkrankungen, mit Herzschwäche, mit Schlaganfällen, für Schwangere, für kleine Kinder. Abgesehen davon, dass das auch sicherlich nicht besonders gut für die Psyche von Kindern und anderen Menschen ist, denn diese Masken machen Angst, erzeugen Angst und Angst ist auch schlecht. Wir haben immer noch die Situation, dass wir tatsächlich eine erhöhte Sterblichkeit jetzt im Moment haben, weil die Menschen sich nicht mehr in das Krankenhaus trauen. Bei uns im Krankenhaus in Sinsheim steht davor zum Beispiel so ein Behelfskrankenhaus nochmal aufgebaut, wo wir noch auf die Welle warten. Ich glaube, kleiner Tipp an viele Städte, baut mal die Dinge ab, die Welle ist nicht da, sie ist nicht gekommen, sie kommt nicht, sollte noch mal eine Welle kommen, können das hier wieder aufbauen. So, ich habe jetzt noch eine schöne Grafik für euch, die ist ganz toll, ist heute ganz frisch und wir haben das noch mal gezeigt, wir haben das jetzt einfach mal so grafisch ein bisschen aufgetragen, wie hoch das Risiko ist, wenn Sie mit einem Corona-Kranken, das ist der blaue, unter einem Dach wohnen, und in einem Drei-Personen-Haushalt und in einem Zwei-Personen-Haushalt und in einem, da haben wir zweimal Drei-Personen-Haushalt. Das ist ein Vier-Personen-Haushalt hier oben. Lustig, noch gar nicht gesehen. Also bei einem Vier-Personen-Haushalt haben Sie fast ein normales Risiko, sich anzustecken, wie überall anders auch. Da brauchen Sie gar nicht erst in Quarantäne zu gehen. Die New York Times vom Thema Flatten the Curve, New Reported Cases by Day Across the World. Across the world, the curve is flattened, my dear. Die ganze Kurve auf der ganzen Welt ist mittlerweile flach. Es wird Zeit, die Masken abzuziehen, es wird Zeit, die Grenzen aufzumachen, es wird Zeit, die Restaurants und die Gastronomie zu öffnen, es wird Zeit, die Schulen zu öffnen und die Kindergärten.
Es gibt hier mittlerweile deutlich erkennbar zunehmende Gewalt in den Familien und das ist nachvollziehbar. Also bitte, liebe Politiker, seien Sie verantwortlich, so wie Sie das am Anfang waren. Sie haben ja dann auch gesagt, okay, wir haben eine Pandemie von nationaler Tragweite oder ich weiß nicht, wie Sie das genannt haben, aber das Ganze wurde basierend auf einem Zahlenmodell aufgebaut, was nun mal nicht der Realität entspricht. Und da es nicht der Realität entspricht, wird es Zeit, in die Realität zurückzukehren. Und ich lade Sie daher ein, kommen Sie mit mir zurück in die Realität. Ich habe eine gute Nachricht, Sie brauchen keine Impfstoffe. Ich habe eine schlechte Nachricht, Sie haben sehr viel Geld rausgeschmissen für Impfstoffe. Es existiert tatsächlich schon eine wunderbare Immunität und es besteht tatsächlich keine medizinisch erkennbare Gefahr mehr. Diese Zeit ist rum, falls ich es noch nicht gesagt habe. Diese Infektionswelle ist rum. Punkt. Dann haben wir hier das Gleiche nochmal sehr schön bei Heise, können Sie das nachgucken. Heise.de hat noch einmal diese wunderschönen Kurven in Relation zueinander gesetzt, hat mit der gelben Kurve hier oben gezeigt, von was man ausgegangen ist, hat allerdings dann leider versäumt, rechtzeitig zu sagen, okay, wir haben uns hier vertan, die Curve ist lang geflatternd und insofern hat man jetzt hier durch vermehrte Testungen auch noch versucht, das Ganze ein bisschen aufrecht zu halten, ist aber auch eindeutig damit bewiesen, dass hier einfach nicht mehr genug Krankheitsfälle da sind, um noch eine exponentielle Steigung hinzukriegen. Das ist die Realität. Daran sollte man sich halten und genauso konsequent, wie man Deutschland lahmgelegt hat, sollte man jetzt genauso konsequent das, was von Deutschland übrig geblieben ist, wieder versuchen zu reaktivieren, bevor hier nichts mehr zu reaktivieren ist. Es hat, glaube ich, mittlerweile fast jeder kapiert, dass hier keine ernstzunehmende Gefahr mehr besteht. Ja, viele Fragen. Zum Beispiel NTV hat hier immer so die Frage, Gründe sind nach Angaben von Widerstand 2020 der Herrn Oberst Bodo Schiffmann, der Rechtsanwalt Ralf Ludwig und Viktoria Hamm stimmt, die sich auf der Homepage als nur ein Mensch bezeichnet. Ja, Viktoria ist nur ein Mensch. Ralf auch, ich auch. Was anderes sind wir nicht. Schiffmann unterhält einen YouTube-Kanal, auf dem er seine Meinung zur Pandemie verbreitet. Nein, das tut er nicht. Er versucht, das Ganze objektiv darzustellen. Das ist nämlich das, was zum Beispiel die Aufgabe von NTV wäre. Wir sind die Partei der Corona-Leugner, was nicht stimmt. Liebe Reporter der NTV, schaut euch bitte meinen Disclaimer an. Lieber Herr Benjamin Konitzny, Konitzny nehme ich an. Herr Benjamin Konitzny, es ist immer gut, wenn man einfach miteinander spricht. Und wenn Sie das nächste Mal Fragen dazu haben, sollten Sie die Sache nicht aus dem Zusammenhang reißen. Ist nicht sehr professionell für einen Reporter. Sie können gerne mit uns reden. Und der Herr, der dieses Schild mit Widerstand 2020 hochhebt, ist mir jetzt auch nicht als Parteimitglied bekannt. Ja, wie geht's weiter? Wir haben noch hier, wer hinter Widerstand 2020 steckt, fragt Julia Klaus. Und wir sind eine selbsternannte Partei für Forscher, ein Sammelbecken von Verschwörungstheoretikern, Rechten und Impfgegnern. Welche Forscher haben Sie denn da wieder gefragt? Ich wüsste auch gar nicht, was es da für Forscher gibt. Also es wäre gut, Sie sprechen einfach mit uns, weil wir sprechen auch gerne mit Ihnen, suchen Gemeinsamkeiten und versuchen, eine gemeinsame Idee zu finden. Vielleicht sind wir auch gut für diejenigen, die sich gerne informieren. Es ist ein bisschen schwierig, uns einzuordnen, habe ich das Gefühl. Das ist schade. Es rumort, Corona-Maßnahmen, titelt die Tagesschau. Der Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung wächst. Ja, und das spüren auch die Politiker, sodass einer der Punkte, die wir gerne vom Tisch haben wollten, jetzt von Herrn Spahn auch vom Tisch genommen wurde. Das ist nämlich diese Idee mit diesem elektronischen Gesundheitsausweis, der dann quasi einen noch entweder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen lässt oder halt nicht. Das ist offensichtlich jetzt erstmal vom Tisch. Vielen Dank, Herr Spahn, das finde ich sehr vernünftig. Ich habe das ja auch schon gesagt, Herr Spahn, Sie sind eigentlich derjenige, der mit einem blauen Auge davon kommen könnte, wenn Sie langsam mal sagen würden, Sie sind falsch beraten worden. Denken Sie dran, Sie sind Bankkaufmann, Sie sind kein Arzt. Sie wurden von drei Ärzten beraten, ein Tierarzt, zwei andere. Und Sie könnten da durchaus auch noch sehr elegant die Kurve kriegen. Fragen Sie mal Ihren Top-Virologen.
Widerstand 2020, demnächst im Bundestag. Titel GotmoTrader, das ist eine Wirtschaftsplattform und das ist mal ein sehr wohlwollender und sehr objektiver Artikel. Auch sowas gibt es über uns. Das freut uns sehr. Also wir werden mittlerweile wahrgenommen. Ich finde, das sind tolle, spannende, interessante Fakten heute gewesen. Ich bitte Sie, das auch nachzulesen und der Sache nachzugehen. Ich wünsche Ihnen jetzt auf jeden Fall eine deutlich entspanntere Nacht ohne Panik. Und denken Sie an die Querdenkerbommel, die kleine alltägliche, legale und nicht anmeldungspflichtige Demonstration für Mitdenker und nicht für Mitläufer. Der einfache Weg, ins Gespräch zu kommen. Es finden wieder viele Demonstrationen und Kundgebungen bundesweit statt. Auf Telegram finden Sie Auflistungen darüber und auch ansonsten im Netz bei Facebook und Ähnlichem finden Sie viele Foren, wo sich Menschen organisieren. Das hat gar nichts unbedingt mit der Partei zu tun. Wir haben zum Beispiel auch die Hygienedemos, die von dem Menschenrechtler und Reporter Anselm Lenz organisiert werden. Und ach, ich wollte noch was sagen. Die Adresse von dem Widerstand 2020 ist nicht identisch mit der Adresse der AfD. Das ist nämlich nichts weiter als ein Bürogebäude. Aber wir haben jetzt das Ganze verlassen und wir sind jetzt einfach in einer neuen Adresse zu finden. Und wir sind dann einfach mal umgezogen. Ich glaube, der AfD war es unangenehm, dass sie mit uns im selben Haus sein muss. Deswegen haben wir gesagt, da wir die neueren Mieter sind, dann ziehen wir wieder aus und ziehen woanders hin. Vielleicht nach links, vielleicht nach rechts, vielleicht nach oben, vielleicht nach unten. Keiner weiß das so genau, wo wir immer gerade wieder zu finden sind. Und das ist auch gut so. Sie alle können mitmachen. Bringen Sie sich selbst aktiv in die Partei ein. Wir sind eine basisdemokratische Partei und wir interessieren uns für Sie und wir wollen Objektivität. Das ist wichtig. Und denken Sie mal dran, halten Sie sich an die behördlichen Vorgaben. Diese Informationen sind meine persönliche Meinung und Ergebnis meiner persönlichen Recherche. Sie unterstreichen mein Recht auf freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit. Covid-19 und Influenza sind Erkrankungen, vor denen man sich schützen sollte. Und gerade Risikogruppen benötigen einen besonderen Schutz.